So, und nun sind wir hier im zweiten Teil. Wir sollen zur U-Boot-Basis gehen und diese infiltrieren. Jackson, die Tür! Haben eine heiße Party verpasst. War wohl ein eiliger Abschied. Phoenix, wir müssen dran sein. Nicht mehr lang. Die Krautfresser beladen ein U-Boot. Seht ihr, wie sie die Kiste schleppen? Ich verwette ganz London, dass wir genau das suchen. Also worauf warten wir? Zeit für die schweren Geräte. Klingt schon besser. Wartet. Wir können nicht einfach drauf los. Arthur? Was diese Papiere auch enthalten, ist das größte Geheimnis des Dritten Reichs. Und die Krautfresser lagern es am Arsch der Welt? Ja und? Das ergibt keinen Sinn. Die Kronjuwelen liegen auch nicht auf der Veranda. Und kaum jemand bewacht sie. Die ganze deutsche Armee müsste den Ort schützen. Nicht nur wir haben keine Ahnung, was Phoenix ist. Du meinst, Nazis haben Geheimnisse von Nazis? Ich meine, dass die Geheimnisträger am gefährlichsten sind. Ja, deshalb tragen wir Knarren, um auf sie zu schießen. Sind wir fertig? Die Papiere verschwinden nämlich gleich aus Deutschland. Ihr drei, geht über den Steg und macht Lärm. Verschafft uns Zeit. Webb, Novak, ihr kommt mit mir. Wir nehmen das Boot ein. Gehen wir. Ich wollte trotzdem lesen, was da steht, Mann. Ich wollte mich jetzt hier in Ruhe umschauen. Also alles uncut, Hakenkreuze und so weiter, alles am Start. Hier gibt es auch nichts mehr zum Einsammeln. Also gut. Vom Steg aus Deckung. Und sucht nach einem Weg hier raus. Schießt nicht auf uns, sondern wir lassen euch hier. So, wenn wir ein bisschen schleichen können, dann macht man das. Aha. G36 rastet halt einfach komplett aus, aber bringt leider nichts, weil wir hier keine Munition mehr haben. Dann gehe ich auf das Scharfschützengewehr. Hier war es doch irgendwo. Ah, Digga, jetzt laufen wir halt echt nicht vor die Flinte, Bro. Ich stütze mich mal hier ab. Das habe ich so ein bisschen bei Black Ops vermisst. Ich sehe nicht, woher die Schüsse kommen, Bro. Ich sehe nicht, woher die Schüsse kommen. Ah, von dort. Kleiner Assi. Keine Zeit mehr! Das U-Boot liegt gleich ab! Nein! Nein! Oh mein Gott. Boah, der nimmt's aber genau. Oh mein Gott, hallo? Krass.
Papiere! Erstmal nachladen. Wir haben keine Zeit mehr. Ja, Digga, chill mal. Ice okay. Ja, und ihr steht einfach da, okay? Kiste und verschwinden. Eieiei, hab mir fast die Fresse verbrannt hier, ne? Du bist okay? Das muss das Kommandozentrum sein. Machen wir die Luke auf. Bleib bei mir. Also dann, jalla. Werf eine Granate! Gesichert! Erledigt! Der Safeknacker, wärst du so freundlich? Arthur, die Sirenen sind aus. Das kann nicht gut sein. Wir müssen weg. Jetzt. Novak, hilf mir. Granate, Achtung! Und auch du. Tu es schon. Nein, wie köstlich. Du hältst sie für britisch. Ein Cambridge-Mann durch und durch. Es ist wirklich stillos, die Stimmung zu ruinieren.
Beethoven-Sonate Nummer 4 ist exquisit. Sie verlangt meine volle Aufmerksamkeit. Nicht wie du. Darf der Neger etwa auch Befehle geben? Und ihr befolgt sie dann? Du weißt, wie es ist, von einem Schwarzen Befehle entgegenzunehmen. Er hat Sinn für Humor! Bitte, fahr fort. Ist Rheinländer. Vermutlich aus Neustadt? Während der Besatzung waren Franzosen, die aussahen wie ich, mit Waffen in deinen Straßen. Mit euren Frauen. Das höre ich, wenn ihr euch unterhaltet. Charmant. Wir haben euch geschlagen. Hörst du die Bomben? Wir schlagen euch wieder. Schlagen. Schlagen. Eine interessante Wortwahl. Wie ich schon sagte, jetzt tu es schon. Ja, das möchtest du. Dich selbst opfern, damit du ein Held bist. Ich bin nicht hier, um dir das zu geben. Ganz im Gegenteil. Robert, nein! Um euch Götter zu geben, was ihr verdient! Den Rest in den Laster. Hui, hui, hui. Sterben, wenn das Kommando Mist baut. Wie zum Teufel ist das Arthurs Schuld? Das geht auf ihn. Und Wade. Der Bastard lässt sein Team sitzen. Du hast recht mit Wade. Wenn der sich blicken lässt, bringe ich ihn selbst um. Oh ja, beschuldigen wir einander statt die Deutschen. Наше Ego сегодня сильнее пострадалов. Soll mich das etwa beeindrucken? Ganz ruhig. Ist doch egal. Friesinger tötet uns sowieso alle. Friesinger? Der Nazi. Der Mörder von Novak. Ist wohl ein Freund von dir. Wir kennen uns. Oh ja? Wer genau kennt Friesinger? Arthur bringt uns hier raus. Wie? Weil er dein Kumpel ist? War er nicht immer. Aber ich sah ihn in Aktion. Man verliert Männer. So ist der Krieg. Gefallene Soldaten ehrt man manchmal nur, indem man die Mission beendet. Aber besinn dich da mal drauf, wenn du ihr Blut am Stiefel kleben hast. Wenn du führen willst, musst du lernen, wie es ist, Männer zu verlieren. Dass sie im Vertrauen auf dich sterben. Es gibt nur einen Weg, diese Lektion zu lernen. Mein erstes Mal war am D-Day. Alle mal herhören! Wir müssen unser Ziel bis zum Morgengrauen erfüllen! Und es scheint, als wissen die Krautfresser, dass wir kommen. Wir haben nur eine Chance, die Küstenartillerie zu demolieren. Wenn wir versagen, scheitert die Invasion morgen. Ich habe euch hierfür ausgebildet. Lasst euch von der Navy nicht vorführen! Erobert die Castle Mutton! Sprengt die Artillerie! Zeigt mit Leuchtsignalen an, dass ihr fertig seid!
Sicher! Aufstehen! Einklicken! Bereithalten! Wir sehen uns an! Mega. Mega geil. Wahnsinn. Stoße zu deinen Verbündeten an der Windmühle. Okay. Also hier geht es ja auf jeden Fall dreckig ab. Wir sind hier gerade noch richtig runtergekommen. Okay. Wir ducken uns. Weiter geht's! Hast du was gesehen? Weiter! Oder ist noch mehr? Lass sie nicht entkommen! Okay, ich komme! So, was das? Okay. Wo soll ich lang? Hier in den Wald? Okay, das ist ein Flak. Donner! Gott sei Dank! Hol mich runter! Scheiße! Wie viel sind es? Nein, den packe ich mir. Juan, du. Da! What the? Kleine Ratte. Scheiße, Bro. Sorry, Mann. Hey, Beck. Es tut mir leid, Mann. Okay, weiter geht's. Nur noch zwei Schuss. Hier habe ich doch aber auch noch so ein Collage kalt gemacht. Aber naja. Okay. Das wird auf jeden Fall richtig dreckig hier. Okay, kann ich jetzt hier schleichen oder was mache ich denn jetzt hier am besten? Ich weiß es nicht. Ich überleg's mir und in der dritten Folge werden wir dann herausfinden, wie wir hier am besten in die Hütte da reinkommen und zu unseren Verbündeten an der Windmühle stoßen. Okay? Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und oder einen Kommentar da und ich bin für jede Diskussion oder Info auch offen. Mein Name ist CoreGamingVS. Let's play, let's go und bis zum nächsten Mal, meine Schatzis.